Herzlich willkommen zu einem neuen One Piece Treasure Cruise Video Guide. Dieses Mal das Ganze für Treasure Map Kaido. Und fangen wir mal an mit dem ersten Team gegen Doflamingo. Doflamingo hat 530.000 AP, greift jede Runde für 4.410 Schaden an. Am Anfang bindet er die untere Reihe für 10 Runden. Nach einer Runde slotbindet er die rechte Reihe für 3 Runden. Gibt der linken Reihe Block Orbs und lockt die Orbs für 3 Runden. Unter 50% würde er alle Einheiten silenzen für 3 Runden. Seine eigene Verteidigung um das 100-fache erhöhen für 5 Runden. 120% bindet er jeden für 15 Runden. Hier dann einfach, wie gezeigt, die TMA Special benutzen, Akainu und Boa. Die unteren Einheiten könnt ihr mal hier ignorieren. Da habe ich jetzt irgendwas reingefüllt. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen. Und vor allem, wenn ihr hier die Bind Reducer haben wollt, die zeige ich euch gleich, die Free to Play Bind Reducer, dann könnt ihr die natürlich nehmen. Natürlich die nicht in die untere Reihe reinpacken. Hier sind dann die Free to Play Bind Reducer. Robin wäre hier die beste Variante, da sie 3 Runden reduziert. Nikamushi nur 2 und King Baum nur 1 Runde. Das heißt, wenn ihr dann euch entscheiden solltet, mit einem Bind Reducer da anzutreten, dann nehmt einfach einen der drei. Wie gesagt, das sind hier nur die Free-to-Play-Varianten. Es gibt natürlich noch die Pay-to-Win oder Rare-Recruit-Varianten. Da gibt es zum Beispiel den neuen Nekomamushi. Er wäre eine Variante, wo mir spontan einfällt. Streusen, der macht 5 Runden Bein, glaube ich, weg. Also einfach da eine Einheit benutzen. Und wie gesagt, wirklich darauf achten, dass wenn ihr so einen Bein-Reduzierer benutzt, ihr nicht in die untere Reihe reinpackt, sonst würde euer Bindreduzierer natürlich gebindet werden. Und das wäre ziemlicher Fail. Nun zu dem nächsten Team gegen X-Drake. X-Drake hat 540.000 AP, greift jede Runde für 4.350 Schaden an. Am Anfang entfernt er alle eure Orbs. Und wenn er stirbt, gibt er euch oder macht die Hälfte seiner jetzigen oder dem momentanen Angriff als Deathblow. Wenn ihr einen Type Boost benutzt, geht er eure Buffs und erhöht seinen Angriff um 3 Runden. Hier einfach dreimal TM Boa Special benutzen, dann habt ihr einen Conditional Attack Boost, einen Orb Boost für Shooter. Ihr könnt anstelle von Kuma auch Apu nehmen, aber hier ein bisschen aufpassen, weil den nehme ich eventuell später noch ran. Und ansonsten war es das ja eigentlich auch schon. Ziemlich einfacher Fight eigentlich. Kommen wir zu dem nächsten Fight. Das ist gegen Caesar. Caesar hat 450.000 AP anfänglich, greift jede Runde für ca. 4.100 Schaden an. Und wenn ihr den Drachen auf in Runde 6 tötet, bei einer der 2 random Einheiten für 5 Runden. Er gibt euch, also Caesar, einen Burn Debuff für 4 Runden, macht auch Perfects einfacher zu hitten, hat 3 Vordereinheiten auf der Stage, die jeweils eine Perfect Hit Barrier haben, unter 50%, bindet er 2 Random Einheiten für 4 Runden. Hier einfach das Sanji Special zuerst benutzen, danach Whitebeard und Neko. Und natürlich Caesar solltet ihr auf der Map, wenn es geht, umhauen. Ich bin kein Fan von Barrieregegnern, vor allem wenn die HP von ihnen dann immer mehr zunimmt. Ich weiß nicht, wie sich die HP von den Einheiten entwickelt. Sie haben 25.000 HP, muss aber nichts heißen, das kann sich auch 40.000, 60.000 sowas hochgehen das nächste Mal. Ich weiß es nicht. Wenn ihr keinen Nekomamushi als Friend Captain habt, dann einfach zweimal TM Whitebeard nehmen. Das ist auch in Ordnung. Und ihr solltet eigentlich keine Probleme mit der ganzen Geschichte hier haben. Nun zu dem nächsten Kampf gegen Sheepshead. Sheepshead hat 480.000 HP, greift jede Runde für 3.930 Schaden an, ändert seine Farbe zu Strength, lowert euren Chain Multiplier auf Punkt 1, also für 9 Runden. Nach einer Runde bekommt er 4 Runden Damage Threshold und 99 Runden End of Turn Damage. 150% reduziert er eure Attack um 90% für 3 Runden. Hier einfach die Damage Specials benutzen. Sollten die nicht ausreichen, natürlich zuerst dann Big Mom
Special benutzen, damit ihr die anderen Orb-Effekte nicht außersehen löscht. Aber das sollte nochmal kein Problem sein hier. Der gute Schafskopf ist eigentlich in meiner Ansicht nach hier der einfachste Kampf in der ganzen Treasure Map, zumindest mit diesem Team hier. Und auch von der Fähigkeit, was er hat, ist er eigentlich relativ harmlos, da man ihn immer eine Runde umhauen kann. Nun zu dem nächsten Kampf gegen Jack. In Runde 6 hat Jack 480.000 AP und greift jede Runde für 3.500 Schaden an. Er bekommt so ein Rainbow Shield für 3 Runden, also Damage Reduction, wenn er stirbt. Gibt er euch Recovery und Tandem Orbs, lockt die ganze auch für 3 Runden und macht 3 Runden lang Recovery und Tandem Orbs Badly Matching. In Runde 7 hat er 1,2 Millionen AP, greift jede Runde für 6.800 Schaden an. Cuttet eure AP bei 50% am Anfang des Kampfes. Eure Attack wird verringert um 3 Runden. Und falls ihr einen Orb-Manipulator benutzt, gibt er euch Battle Matching Orbs. Und die Orbs von den Einheiten, also sprich die Type Orbs, hier, wenn ich jetzt Snake Man nehmen würde, der einen Strength als Matching Orb hat, dann würde er halt eben diese Strength Orb für Snake Man Battle Matching machen. Und auf 50% hält er sich bei 50% seiner AP. 120% macht auch 110.000 Schaden. Hier extrem aufpassen, dass wenn ihr es nicht schafft, ihn in einer Runde zu töten, eben nicht unter die 20% bringt. Ansonsten war's das für euch. Das Team, was ihr hier seht, sollte euch eine Weile lang reichen. Es ist einfach, das heißt, also dass man meisten Booster-Punkte hat, was Free-to-Play angeht. Ich zeige euch gleich noch eine andere Variante für den Kampf mit Jack, die ein bisschen anders da ausschaut, an 3 Stellen. Hier ist das am Team, wie gerade eben angesprochen. Es ist ein Double TM-Nord-Team. Ausgetauscht habe ich hier die guten Streusen und Mother Caramel. Dafür habe ich Apu und Rayleigh. Warum Rayleigh? Natürlich müssen wir ja hier auf Runde 6, bevor wir Jack töten, hier das Rayleigh Special benutzen, damit er uns einfach hier die Open Matching macht, ja. Und hier seht ihr auch schon die wichtigsten Einheiten für den Kampf gegen Jack. Einfach eine der Einheiten benutzen, damit ihr das Rainbow Shield umgeht und auch für das Open Matching. Und hier seht ihr 5 Möglichkeiten. Ihr seht, wäre hier der TM Recruit Apu die beste Einheit. Attack Down gibt es 3 Einheiten, die das machen, die nicht in anderen Teams bisher Verwendung finden. Die seht ihr hier. Kid wäre natürlich das Beste, weil er auch ein zweifacher Booster ist. Aber nicht jeder hat Kid. Von daher schaut einfach, dass ihr halt eine der Einheiten hier dann benutzt. Also sprich, braucht einen für Rainbow Shield, einen für den Orb Matching Effekt und halt für den Takedown Removal. Dass das dabei ist. Und ja, das war es schon groben und ganzen mit dem Kampf gegen Jack. Es gibt noch ein Team, das Ganze gegen Kaido. Kaido hat 1,2 Millionen HP, greift jede Runde für 6.200 Schaden an. In Runde 2 trefft ihr auch auf Kaido. Da hat er 590.000 HP, greift jede Runde für 4.000 Schaden an und lockt euren Chain zu 1,3 für 8 Runden. In der letzten Runde fängt er eben mit diesen 590.000 AP an. Wenn er dann stirbt, revived er wieder zurück, voll AP. Dieses Mal natürlich mehr, also wenn jetzt nach Level 3 seid, sind es nicht mal 1,2 Millionen, sondern von mir aus 1,6 Millionen HP. Er gibt euch jede Runde Battle Matching Orbs und entfernt jeden schadensreduzierenden Effekt, den ihr habt. Und das jede Runde. Er erhöht auch seinen Angriff. Das Zweifache nach dem Revive für 99 Runden und hat eine Runde lang ein sogenanntes Damage Nullification Shield. So, der Trick hier ist einfach dann, entweder ihr stallt die eine Runde oder wie hier, ihr bringt einfach einen Remover für das Shield und ihr seht ja hier 4 Möglichkeiten, die ich euch gerade zeige, um einfach das Shield loszuwerden. Nehmt einfach einen der 4 mit ins Team, dann müsst ihr nicht eine Runde lang stallen. Wenn ihr merkt, dass ihr Probleme habt, den Schaden auszuhalten, den Kaido euch gibt, ja,
dann bringt einfach einen Damage-Reduzierer mit. So spontan fällt mir jetzt hier ein, Inazuma wäre eine gute Möglichkeit. Natürlich ist der Rare Recruit und nicht unbedingt jeder hat Inazuma. Vor allem, da es relativ selten wird, dass man ältere Einheiten eigentlich zieht, oder man sollte es meinen, zumindest, dass es weniger wird. Ja, das war es eigentlich auch schon im Groben und Ganzen für dieses Video. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, ich werde nochmal den Link zu dem Planer in die Beschreibung unten reinhauen. Ich kann, wie gesagt, oder wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, nicht für jeden Teams machen. Ich weiß nicht, was ihr für Einheiten habt, ob ihr kaum Legends habt und Rare Recruits oder ob ihr alle Legends habt und alle Rare Recruits. Von daher mache ich halt das Ganze einfach free to play, da jeder Zugriff auf die Einheiten hat und sie theoretisch farmen kann, auch eine Kopie davon. Und ja, wie gesagt, bei Fragen einfach Kommentarfunktion benutzen. Ich hoffe, dieser Guide hat euch geholfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und vielen Dank noch fürs Ein- bzw. Zuschalten.